So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer Folge von GTA Vice City. Ja, es ist gerade was Lustiges passiert. Ich habe gerade eigentlich schon ein bisschen aufgenommen, ein paar Minütchen, und ich hatte etwas vor. Ich wollte die Feuerwehrmission endlich erledigen. Ja, ich habe mich dazu durchgerungen, bin zum Polizei, sei schon, zum Feuerwehrwagen gefahren, und da ist es passiert. Das Spiel ist abgestürzt. Also, ne, als ich in einen Feuerwehrwagen eingestiegen bin, den Bug, den ich ja schon erzählt habe, was komisch ist, weil einmal bin ich ja in einen Feuerwehrwagen testweise eingestiegen und da ist ja nichts passiert. Ja, ich weiß nicht so ganz. Oh. Ich weiß selber nicht so genau, warum das jetzt so ist. Ich werde das demnächst nochmal versuchen. Ich werde mir dann irgendwie einen anderen Feuerwehrwagen besorgen, als der da rumsteht. Vielleicht geht das nur bei Feuerwagen, die kommen, wenn man Feuer macht. Werde dann nochmal gucken, da einsteigen. Wenn es dann funktioniert, dann nehme ich einfach ab dann auf. Habe ich jetzt eigentlich überlegt, auch jetzt eben zu tun, aber nö. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja, stattdessen machen wir jetzt irgendwas anderes. Ich habe mir, um ehrlich zu sein, nichts überlegt. Kommt ja aus dem Wagenzern. Alter. Warte mal. Vielleicht. Naja, das ist ja nicht so ein Ding, ne? Ich habe mich nochmal informiert bezüglich Freeway. Bezüglich der Wagen, die wir abgeben müssen, da rechts bei Sunshine Autos. Es ist nur die erste Liste, die wir da sehen, von vieren. Aua. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Aber ich werde jetzt mal ganz kurz, glaube ich, hier nach Little Haiti fahren, weil ich glaube, da fahren ein paar rum, die wir brauchen. Kann man ja gerade mal auf die Schnelle gucken, ne? Jo, ansonsten müssen wir auch irgendwann mal mit einer am besten Liste oder mit Internet jetzt dann mal gucken, wie die aussehen. Und so, dass wir das dann so machen. Aua. Ich wollte eh absteigen. Beziehungsweise, naja, ich fahre lieber. Ah, es ärgert mich mit dem Feuerwehrgedöns. Ja, was heißt ärgern, aber das ist doof. So, du bist das nicht, oder? Ich weiß auch schon mehr, wie alle heißen hier. Nee. Es war, wow. Ja, okay, kannst wieder haben, ist okay. Aber verprüge mich bitte nicht, alte Dame. Jetzt will sie den Wagen nicht mehr. Doch, aua. Folgt mich ja. Hilfe. Du zufällig? Ja, was auch immer. Idaho. Ich bin Idaho. Brauchen wir ein Idaho? Bin mir gerade echt nicht mehr sicher, ne? Wir gucken mal. Sollte ja gleich um die Ecke sein, genau. Dann haben wir auch noch mal die. Dann kann ich mir die Liste noch mal vor Augen führen. Ups. Na, doch. Na, erstmal falsch geguckt. Tut mir leid. Ja. Kann man sich mal übrigens kurz nicht bewegen. Auf dich verlass, wenn du eine kriegst eine Belohnung oder so. Esperanto. Esperanto. Ich hatte gerade ein Esperanto, ne? Scheiße. Stallion, Ranger und Blister Compact. Ich weiß nicht genau, was ein Blister Compact ist. Ich hatte mir die Bilder einmal kurz angeguckt von der Liste. Das ist, glaube ich, doch kein Moped. Ich bin mir auch echt nicht sicher. Vielleicht bist du ein Blister Compact. Nee. Mesa Grande. Großer Tisch. Moment. Alles wieder überprüfen. Ach ja, das ist ja der Cheater in dem Spiel. Komisch. Naja. Vielleicht du ja. Ist da bestimmt schon. Ne, doch nicht die Spawn. Glück gehabt. Die Eide schon wieder. Hilfe. Wir mich wieder verprügeln. Idaho! Das war ein Idaho. Boah, ich kann mir echt nichts merken, ne? Aber ich versuch's auch gar nicht. Ich bin Idaho. Versteht ihr wahrscheinlich gar nicht, ne? Aber ich erkläre den Witz nicht. Das müsst ihr selber rausfinden. Bitteschön. Kannst wieder haben, ist okay. Du bist doch ein Stallion, sehr schön. Machen wir das heute, wa? Autos suchen. Ja, das ist spannend. Das macht Spaß. Eigentlich können wir das halt wirklich machen, weil das ist eh noch viel zu lange andauernd. Das ist eh noch viel zu viel, was wir da machen müssen.
In Florida. Das heißt zumindest, der Staat heißt ja auch Florida, das ist gut zu wissen. Aber da war ja sowieso ein Fehler, denn in GTA 3 stand auf dem Anschild Miami. Aber Miami gibt es gar nicht. Miami is a lie. Was ist hier eigentlich? Krasser Computer. Kruton 9000. Yeah, so, Esperanto. Was ist denn ein Rancher? Ranch klingt halt eher so nach einem Offroad-Wagen, irgendwie einem Jeep oder so, ne? Mr. Compact. Mich ärgert, dass ich gerade einen Esperanto hatte. Na gut, ich habe danach einen anderen gefunden. Und daher ist es eigentlich auch egal. Sowieso wieder irgendein anderer, den ich wieder vergessen habe. Sentinel, richtig. Dahinter ist ja noch ein Sentinel. Ach komm, dann kann ich ihn auch nehmen. Und weiterfahren. Aua. Ich bin mir schon nicht mehr sicher, ne? Oh, das ist ja gleich gerade, oder? Nee, Washington. Okay, den hatten wir noch gar nicht. Gut, jetzt weiß ich das ja für die nächste Liste, wenn der da mal auftaucht. Wie sah denn gerade nochmal der Esperanto aus, ey? Esperanto, denn sie will ja. Nee. Warte. Was? Vingo oder Virgo? Ich konnte es gerade echt nicht erkennen. Was ist denn? Ne, das ist wieder der Rumpo, glaube ich, ne? Ne, Burrito. Okay. Also überall so Autos, die hier stehen. Und du auch. Das war der Stallion, okay. Was habe ich hier angestellt? Das ist zwar nicht, aber hey. Landstalker. Brauchten wir, aber da haben wir schon. Toll. Jetzt brauchen einfach keine neuen mehr. Ich steige einfach in jeden Wagen ein. Ne? Ich gebe mir nicht mal mehr in die Möse gucken, ob das. Den hatten wir aber noch nicht so kurz. Manana. Gut. Weiß. Was er wohl sagen wollte, frage ich mich. Heute der Stallion. Och Mann. Esperanto. Denn sie will ja. Ich hatte den doch schon. Das ärgert mich. Ey, yo, yo, yo. Bin ganz deiner Meinung. Heute der Stinger. Ich meine, ich könnte natürlich. Ich habe mein Handy ja hier, ne? Ich könnte eigentlich auch nebenbei mal gucken. Regina. Na, gut. Ein Taxi wird es wohl nicht sein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Das ist sowieso keiner, aber ich schlage trotzdem überall ein, ja. Das ist wieder der Virgo, was auch immer. Ach man, das ist doch dumm. Das ärgert mich, weil der eben schon da war, Mann. Habe ich das auch schon 5-mal gesagt, ne? Sieht dezent anders aus als die anderen. Greenwood. Ich kann auch mal weiter nach hier fahren eigentlich, ne? Werde ich hier ja fündig. Na, vielleicht ist das ja so einer hier, ne? So ein. Den hatten wir nicht. Wie heißt der? Oh. Kubanischer Hermes. Ja, fahr ruhig weiter. Ist okay. Ich bin hier nicht böse. Jetzt hängt er da fest. Toll. Na, steig in den bitte ein. Danke. What? Ach, den kann ich auch ausschauen. Also dann nicht. Jetzt wieder der Manana. Der Stallion, glaube ich. Mann! Das ist doch doof hier. Laundromat. Kann ich mich umziehen? Komm schon, Esperando, Esperanda. Nee. Wieder blind eingeschrieben, um zu gucken, was das ist. Krasse Mucke auf jeden Fall. Manana.
Weiß ich nicht. Das ist der Stallion. Oh, ich bin so blind, ne? Die sehen halt... Idaho! Die sehen halt in diesem fucking Spiel alle gleich aus. Ich kann nicht der Einzige sein, der Probleme damit hat. So, du bist der Stallion, richtig? Nee. Sabre. Okay, den brauchen wir aber auch nicht. In so einem Esperanto sah ich es bestimmt schon tausendmal, aber jetzt finde ich ihn nicht. Das ist, glaube ich, die PG irgendwas. Genau, die PCG 600. PCJ, Entschuldigung. Ich will wirklich auch nochmal... Da gibt es ja irgendwie verschiedene Jeeps hier. Mein Fuß schläft gerade ein. Oh, ist das eklig. Ah. Oh. Scheiße. Ich nehme jetzt ein Taxi. So. Du bist jetzt, wenn da jetzt irgendwas anderes steht, dann lache ich aber. Vielleicht wird im anderen Taxi ja irgendwas anderes. Hör auf. Fernando. Ja, nee, keine Ahnung. Ich lasse das jetzt. Kein Bock mehr. Was machen wir denn jetzt hier Schönes? Ich weiß es nicht so richtig. Solange kann ich erstmal Taxi-Leute befördern, wa? Das ist doof mit dem Feuerwehrwagen, dass das auf einmal nicht mehr geht. So ganz... Moment. Moment, so einen Wagen hatte ich noch nicht. Was bist du? Entschuldigung, dass ich dich jetzt einfach hier... Und Beam. Ach, leck mich doch am Arsch. So, willst du wieder mitfahren? Nee. Ich stehe da einfach wie angewurzelt. Yo, Taxi. Das ist mal... Hallo? Ich fahre jetzt einfach querfeldein, ist mir egal, ich bin sauer. Nein, bin ich eigentlich nicht, aber das ist halt irgendwie doof mit dem Feuerwehrwagen. Das wäre so eine schöne Beschäftigung heute gewesen. Jetzt muss ich mir echt irgendwie einen da suchen mit, weiß ich nicht. Mit weiß ich nicht. Ich werde mir irgendwie Flammenwerfer holen oder Molotovs oder so. Dann Feuer machen, bis einer kommt und dann gucken, ob es dann vielleicht wieder geht. Und sobald es geht, Aufnahme starten, dass ich auch nicht mehr aussteigen muss. Und hoffen, dass ich es dann auch beim ersten Versuch schaffe. Also muss ich wieder so viel arbeiten davon. Is this what I'll be waiting for you? For a girl like you, Entschuldigung. Das ist gar nicht, glaube ich. Ach ja, das Nachtleben von Vice City ist schon schön. Für damals auf jeden Fall. Kommen wir gleich am Feuerwehrwagen vorbei. Ja, ja. Da ist er. Du blöde Sau, ey. Ich dachte, das ist trotzdem... Ja, wir können die Schieß-Challenge machen. Da habe ich nämlich geguckt, wie das funktioniert am besten. Gute Idee. Es könnte nämlich knackig werden, aber eigentlich schön schnell abgefrühstückt. Pass mal auf. Da habe ich nämlich geguckt, wie das funktioniert. Ups. Mein Handy hat, glaube ich, gerade vibriert. Ich habe plötzlich so ein Vibrieren gehört, aber irgendwie rechts von mir, obwohl mein Handy links von mir ist. Das hat mich echt verwirrt. So, Schießstand. Da müssen wir nämlich jetzt, pass mal auf, 45 Punkte erreichen. Ja. Ich hoffe, ich krieg das hin mit der absolut kranken Maus-Sensitivität. Ich lehne mich ein bisschen nach vorne, damit das besser geht. Um die Runde zu beenden, bla bla bla. Da hier ist nämlich einen einfachen Trick, wie das am besten funktioniert. Nämlich bringen die hinteren am meisten Punkte.
Jetzt soll man quasi die beiden so lassen. Jetzt spawnen halt nur die hinten neu. Und jetzt kann man die ganz einfach hier schön... Na? Ihr versteht schon, glaube ich, worauf ich hinaus will. Okay, das war ganz schön knapp. Ich hätte fast den vorne geköpft. Das wäre ein bisschen doof gewesen. Oh, das geht gut so. Hab mich an die Mausgeschwindigkeit gewöhnt. Ein bisschen zumindest. Ist halt immer noch viel zu krank hoch, ne? Und ich darf ja auch nicht zu viel Munition hier verballern. Wie ihr seht, ich bekomme nämlich für jeden fertigen 3 Punkte. Aber auch wenn da steht 30 Punkte, brauche ich 45 für 100%. Jo, das war ja mal sowas von Treffer. Warum zählt ihr denn nicht? Zack, 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 zack. Halt, geht ja gut hier. Scheiße. Egal, ich schaffe trotzdem. So, 47 Punkte. Sehr schön. Können wir einfach nochmal hier, ne? Ein Schuss. Mist. Ich wollte ihn noch köpfen. Schießrunde 50. Aha. Check ich nicht. Achso. Du hast die Schnell-Nachladefähigkeit gewonnen. Schnell-Nachladefähigkeit. Das klingt sehr merkwürdig. Bist du da erfüllt? Cool. Haben wir jetzt auch den Minijob erledigt? Das ist doch auch nicht verkehrt. So. Bobcat. Okay, das hätte ich auch selber wissen können. Das ist ein Sanchez. Suche einfach mal hier nach Autos. Nach den richtigen. Oh Gott, geh runter. So, was bist du? Die saß ich glaube ich auch schon mal drin. Hallo Polizist. Blister. Blister Compact. Ich hasse es. War das ein Blister Compact, der, den wir brauchen? Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher. Blister Compact. Ich glaube, es war ein Blister Compact. Oder war es ein anderer Blister? Och man, fuck mich wieder, der scheiß Bulle jetzt ab, ey. Pff, hier bist du ein Rancher, Alter. Das wäre halt lustig. Wie lange das dauert, bis er raus ist. Nee. Hm, wer hätte das gedacht? Den schon mal? Nö, aber er ist nicht. Glendale, das ist der gleiche. Oh, dreimal. Ich wollte nicht einsteigen. Ich habe aus Versehen F gedrückt. Ja, viermal hintereinander der gleiche Wagen, ne? Warum auch nicht? Yo! Yo! Was haben wir denn? Ich würde gerne die schnelle Nachladefähigkeit zeigen, aber kann ich nicht. Zumal ich sowieso nicht weiß, was das ist. Can't beat. You can't beat our meat. Okay. Okay, das ist nur Rumpo. Ja, beat the meat, ne? Ich glaube, ich verstehe das. Das muss ich nicht erklären. Wenn, seid ihr noch ein bisschen zu jung. Mann! Blister Compact, ey, leck mich doch am Arsch. Das fuckt mich jetzt wieder ab, ne? Mama, ich bin Polizist. Ich halt die aber ran und dann ist fertig. Regina, ich hasse Regina, ey. Alle Zuschauer, die Regina heißen. Bestimmt viele von. Es fuckt mich ein bisschen ab, dass gerade der Polizist meinte, hey, ich zieh dich aus deinem Wagen. Du bist ein Rancher, richtig? Ich hasse es. Du bist ein Rancher. Kollege, sei doch nicht behindert. Oh, Junge, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich bin mir sicher, ob das ein Landstalker ist. Das ist ein Blister Compact. Nein, es war kein Blister Compact. Von Manjana. Boah, ich kann mir die Kacke auch echt nicht merken, ne? Ich schwebe. War ein Boxville. Steckt ja in jeden Scheißwagen ein, Mann. Das war auch nicht. Aua. Ja, wir haben was Lustiges rausgefunden, wenn man vor ein fahrendes Auto rennt. Pass mal auf, warte. Und dann springt. Oh.
sind wohl nicht schnell genug. Dann passiert was Lustiges. Wollte ich euch jetzt eigentlich zeigen, aber hey. Dann... Oh Mann! Ja, genau, dann springt man so weg. Das ist ganz lustig. Aber auch ein bisschen nervig. Oh, die Folge war mal unproduktiver als fuck, ey. Leckt mich am Arsch. Ich klau mir jetzt deinen Wagen und dann... Oh, wo ich das hier gerade sehe. Wir sind hier am richtigen Punkt. Guck mal, hier können wir uns ein Apartment kaufen. Haha. Da habe ich mir nämlich auch mal angeguckt, wo hier die Apartments sind. Hyman Condo gekauft. Außer also, du kannst das Spiel hier umsonst speichern. Gut, dann nutze ich das jetzt und beende die Folge. Sie war ein bisschen unproduktiv, es tut mir leid. Wir haben immer ein paar Wagen gefunden, nur den Schießstand. Also ein bisschen was getan haben wir. Drei Garagen, das ist halt nett. Aber halt nicht so viel. In der nächsten Folge will ich produktiver sein. Machen wir wieder eine Mission, oder? Dann machen wir eine Mission. Gut, Leute, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bye. Weißt du die. Bis dahin. Tschüss.